Die Aufenthaltsdauer in diesem Hause wird dann 2 Stunden betragen pro Besucher. Also stellen Sie sich auf diese Führung ein, ohne dass ich Ihnen die Kunstwerke erläutere, die an welcher Wand ich da liege. Ja, sondern ich gehe nur auf das ein, was wir als Baugeschäft sehen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht ganz so lange bleiben. Seit dem Jahre 2007, als Dr. Martin Eberle und das Team des Schlosses Friedenstein das Barockuniversum als Marke für Gotha herausgegeben haben, ist eine neue Sichtweise auf Gotha entstanden. Diese Sichtweise geht zurück auf die Bedeutung der Gothaer Kunstsammlung, die untrennbar in diesem Hause verbunden ist. Die Gothaer Kunstsammlung sind unter Herzog Ernst dem Frommen begonnen worden, am Standort Gotha zu sammeln. Vorher, Feste Grimmenstein war weg, er hatte erst diesen Bau hier errichtet. Die Kunstkammer Gotha ist damit eine der ältesten in Deutschland, aber nicht die älteste. Aber sie ist in ihrer Form und Zusammensetzung eine der umfassendsten, die es überhaupt gibt. Und immer wieder, wenn auf dieser Welt etwas neu war, dann haben die Herzöge von Gotha zugegriffen, haben die ersten Sammlungsstücke geholt und wenn es dann zu teuer wurde, haben sie die Finger davon gelassen und mit neuem angefangen. Deswegen ist immer von den anfänglichen Sammlungen und Kunstgängen in Gotha eine Exposition vertreten. Wenn Sie Dr. Krischler oder Herrn Schäfer fragen oder das Team vom Schloss Friedenstein, dann werden die Ihnen sagen, älteste Ägyptensammlung außerhalb Ägyptens, größte Ostasiatikersammlung, größte Fächersammlung, dann werden die von der Literatur anfangen zu schwärmen, bis hin zu Münzkanten. Die Geschichte der Gothaer öffentlichen Sammlung beginnt im Jahre 1712. Herzog Friedrich II., Enkel von Herzog Ernst dem Frommen, hat im Jahre 1712 das Münzkabinett Gotha bedeutend vergrößert, indem er in Arnstadt von den dortigen Fürsten zu Schwarzburg-Rudolstadt eine Sammlung angekauft hat. Das war nicht ganz umstritten, warum geht der Herzog so viel Geld für damalige Verhältnisse dafür aus. Also war er klug und hat gesagt, ich öffne diese Sammlung. Und damit war das öffentliche Museum wahrscheinlich in ganz Europa geworden. Weit vor den Sammlungen in Dresden. Sie wissen ja, die Gotha waren die Ernestiner, die Dresdner waren die Wettiner. Die Ernestiner konnten nie verzeihen, dass die Könige wurden und sie Herzöge blieben. Also hat man auch immer sich in einem gesunden Konkurrenzverhältnis befunden. Und dieses Münzkabinett hat dann wesentlich auch mit zur Anerkennung gesorgt. Bis zum Jahre 1850, damals entstand die Dynastie Sachsen, Coburg und Gotha, der bedeutende Teil des Wien, die Steigerungsform eines Landesteiles, wurde aber mal durch das Wort und betont, nicht wie Sachsen-Eisenach, ja, sondern der hat der damalige Herzog Ernst II. Vielfach im Volksmund als Schützenernst belächelt, als deutscher Nationalheld sehr groß gerühmt. Kaiser Wilhelm I. hat in Versailles, steht dieser Herzog hinter ihm. Und Kaiser Wilhelm dreht sich um und sagt zu diesem Mann, nur dir habe ich diesen Platz zu verdanken, Ernst. Genauso wie ihm. Also dieser Mann hat eine enorme Bedeutung für die Größe seines Landes. Und der hat in den Jahren 1850 und 60 entschieden, das Schloss modernisiert, denn überall stand der alte Tunnel. Ja, überall im Weg, dann war die Bude kalt. Also hat er gesagt, hier muss sich was ändern. Ich ziehe ins Palais, späteres Jugendhaus, heute die Jugendherberge leer stehen, wir versuchen dann immer noch eine Lösung. Da hat er gewohnt, dort war Johann Strauß zu Gast, dort waren alle seine Gäste nicht mehr in diesem kalten Bau. Und er hat dann gesagt, und zweitens muss ich entscheiden, ich brauche für die Sammlung ein Haus. Das reicht nicht mehr, dass ich da oben das ausstelle als Verzierung meiner Wohnräume. Und er hat diese Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich bezahle das alles aus meiner Privatschatulle. 1864 kam es zum Museumsbau. Gleich ging in Gotha der Sturm der Entrüstung los. Das ist ja immer so bei manchen Entscheidungen, dass man dann Sturm der Entrüstung hat. Ja? Hinterher beruhigt sich das dann wieder alles und wird als Großes gelobt.
Warum? Weil er gesagt hat, dieses Museum setzt sich an diese Stelle. Dann die Gotha gesagt, um Himmels Willen, da ist ja der Seeberg weg, der Thüringer Wald blickt weg und Coburg sehen wir auch nicht mehr. Ja? Das war die Gründung, weil die damaligen Herzöge, die Vorfahren, Sichtachsen, Blickachsen angelegt haben für diese Räumlichkeit. Das heißt also, dass man diesen Museumsbau hingesetzt hat. Er ist als erster Museumsbau in Thüringen begonnen worden, 1864, also in 2 Jahren 150 Jahre alt. Aber das Geld wurde knapp. Und aus diesem Grund hat sich Ernst II. Dann in den Staat Gotha umgestritten, die sollten noch was bezahlen aus der Gemeindekasse, dass das Geld reicht. Da wurde dann mal der Bau beendet. Und dann am Ende hat man weitergebaut und hat ihn 1879 nach 15 Jahren fertiggestellt. Und es war dann von den drei Bauten, Weimar, Altenburg und Gotha, die dann besser, natürlich der prunkvollste. Ernst II. Hat den Baumeister Franz von Neumann für diesen Bau geholt. Und vielleicht kennt mancher von Ihnen diese Biografie über Ernst II., die wir 1993 herausgebracht haben, so dickes braunes Buch. Darin hat Wolfgang Zimmermann, mein verehrter Freund und langjähriger Direktor dieses Hauses, einen Beitrag über die Baugeschichte hier geschrieben, der sehr gut ist. Und Ludwig Bonstedt holte ja damals in Gotha. Und Bonstedt konnte es überhaupt nicht verstehen, warum nicht er der Bauherr dieses Hauses wird, warum der sich den Fremden holen aus München, aus ihm. Aber Ernst II. Hatte mit seiner Familie am Wiener Hofe ein Palais, das Palais Coburg, heute Hotel Allee Coburg. Wiederauferstanden, eines der ersten Häuser in Wien, hat nur den falschen Namen, müsste Gotha heißen, dann wäre es das Haus in Wien. Ja? Aber warum heißt das Coburg, dieses Palais? Die fürstliche Familie von Sachsen, Coburg, Gotha, Kohari. Kohari ist die wohlhabendste ungarische Magnatenfamilie. Mit der hat sich der Bruder von Ernst I. aus Gotha verbündet und hat mit dieser Familie die bulgarische Zarenlinie, die Königsfamilie zu Rumänien und die Königsfamilie in Portugal gestiftet. Das ist die Kohari-Linie, gegründet aus dem Reichtum dieser Koharis. Und die hatten ein Haus in Wien, nah am Wiener Hof an den Habsburgern. Und in diesem Fall in Coburg war Ernst II. Von Gotha sehr oft. Und dort hat er jenen Franz von Neumann, später Franz Rippert von Neumann, geadelt also, kennengelernt und hat ihn auch hier geboren. Und dieser Franz von Neumann hat in Wien und Umgebung schon einige Palais gebaut. Aber ich glaube, dass Gotha ist eines seiner bedeutendsten Bauwerke überhaupt. Und was hat man hier gemacht? Man hat hier absolut nicht gespart. Man hat hier, ich habe es eben schon gesagt, diesen Fußboden, den wir hier haben, gibt es nur zweimal in der Welt. Einmal hier unten und einmal hier oben. Und Schluss. Ja, das muss man einfach mal sagen. Bei Florenz gibt es ähnlich. Ja, aber ähnlich. Diese Fußbodenqualitäten sind so hochwertig. Jetzt wird das, Herr Kummer ist da, unser Architekt danach sagt, wer der Restaurator des Fußbodens ist, der kam hier rein, der schmiss sich auf den Fußboden wie Jesus am Kreuz, küsste diesen Boden und sagte so, sagt mir überhaupt nicht, dass ich das machen darf. Wir schlüpfen da nur rum, gucken nach oben, hier, normalerweise 20 cm dicke Filzpantoffeln müsste man anhaben, um diesen Fußboden zu schonen. Wir haben heute diese Situation, dass 1879 dieses Gebäude eröffnet worden ist. Und 1879 ist Folgendes passiert. Dieses Haus, diese Gotha-Sammlung, ist damit zu internationalem Stellenwert erhoben worden. Den hatte sie vorher nicht. Es gab keine öffentliche Präsentation, es gab keine geschlossene Präsentation. Und Martin Eberler oder Roland Krischke sagen immer wieder, wenn wir heute auf Dokumentationen stoßen, nutzen die immer noch die Beschreibung dieses Hauses aus dem Jahre 1879. Also man hat, als wenn dazwischen man die Kunstsammlung nie anders bewertet hätte. Das Haus war da, man nahm das Haus neu wahr und damit begann
der internationale Aufstieg der Kunstsammlung, der bis 1945 anhielt. In dieser Zeit war dieses Haus an dieser Türe für den Herzog und den Hofstaat geöffnet und das Volk, also wir gingen von hinten rein. Wir sahen immer die Löwen nur vom Boxer, der Herzog von vorne. Ja? Aber das hat nicht gestört, wir haben jetzt auch die Kasse gefunden, die wir nicht mehr gesehen haben. Jetzt ist sie wieder da, wir werden sie da unten sehen, wo die Kasse war, die Eingangskasse. Also dieser prächtige Blick, die Herzogseite, das Folge aus dem Park, würde man heute sagen. Diese Sammlung hat auch schon sehr früh für junge Leute eine Anziehung gehabt, weil die Herzöge oder später die Herzogliche Kunststiftung dafür gesorgt hat, dass in diesem Hause auch Schülergruppen gefördert wurden und hier rein durften. Also auch junge Menschen haben sehr oft hier erfahren, wie dieses Haus aufgebaut ist und haben natürlich den Grizzlybär gesehen, den Eisbären, den man später Knut nannte und so weiter. Ja? Aber auch die großen Kunstwerke. Und im Jahre 1900, das ist noch nicht genau erforscht, das muss man sagen, im Jahre 1900, wahrscheinlich 43, 44, ist dieses Haus geschlossen worden und die Kunstschätze sind verbracht worden. Sie sind verbracht worden zur Sicherung, weil man Angst hatte. Gotha war bis zum letzten Mann bewaffnet. Eine Stadt mit einem großen Gotha-Waffenfabrik, großer Rüstungsproduzent, mit Fliegerhorsten, mit zwei großen Kasernen. Man hat also mit Bombardierung gerechnet. Und aus diesem Grunde wurden die Kunstschätze verbracht. Ein Großteil nach Reinhardsbrunn, ein Großteil nach Güntersleben, das dortige Wasserschloss auf der Insel. Dahin sind die Kunstschätze verbracht worden und Schüler der Gotha-Gymnasien haben 1945 diese Kunstschätze teilweise zurückgeholt. Aber was begann nach dem Kriege? Man muss klar und deutlich sagen, Deutschland hat diesen Krieg verloren. Hat diesen Krieg begonnen und verloren. Wir waren schuld, deswegen hatten die anderen Recht auf Reparationsleistungen. Und die Russen, die Sowjetarmee, hat sehr früh, der Amerikaner hat es in seinen Teilen auch gemacht, ich will das nicht nach einigen, sehr früh festgelegt, welche Sammlungen werden eingezogen. Und unter den fünf großen Sammlungen des Ostens war Gotha mit dabei. Das heißt also, man wusste sehr genau um die Bedeutung der Gotha-Kunstschätze. Die sind also, bevor die in Weimar waren, hatten die Gotha schon leer geräumt. Ja? Torgau und so weiter. Berlin, Dresden, Gotha. Das sind die drei großen Namen, die die Sowjetarmee ausgeräumt hat. Was ist passiert? Man hat die Kunstschätze verpackt. Vorher hat aber der Amerikaner zugegriffen und auch die Familie hat an ihrem zweiten Standort Güter gelagert. Die Sammlung Gotha gehörte der Herzoglichen Stiftung mit Sitz in Gotha und in Coburg. Sie durften also rechtens verlagern.